Also an das hier, mein. Bei mir verdienen wir wieder nichts. Immer dieser eine Mensch. Dieser Horste. Der Horst. Der Horst? Kann ich den tragen? Nee, der ist Vektor. Hätte das war. Hätten sie aber auch mal einen schon gehabt. Was? Da das gleiche Geld haben. Oder sehen. Ey! Mein Baum! Na gut, wenn du einen richtigen Server hättest, müsste es möglich sein, oder? Ja, dann kannst du dich einem anmelden. Theater. Alter, ich kann den Baum nicht werfen, oder was? Doch, jetzt. Okay, was wir hier machen, einfach so mal schnell die Bäume hin und her tragen. Fein, denkt das man wirklich vor, wenn du das auf Arbeit machst. Bist du fertig. Ja. Hey! Okay, ist die... Wohin? Wohin mit dem Baum? Na, bleib hier! Na. Zu schwer. Ja, ich fliege davon. Yeah, tschüss. Ruhe hier. Ja. Können wir auch. Ich fliege. Können wir mal so Bett fliegen machen? Nee, ja. Murdoch. Hallo. Problem ist, du kannst dich ja nicht umschauen. Das ist offen. Nee, aber du kannst rumfliegen. Ja, eigentlich kann ich so auch. Das ist dann Seilbahn ohne Seil. Boing. Verkaufen. Du bist schon so weit oben. Richtig falsch. Da drüben bist du. Was hast du eigentlich für so einen Baumstamm? 400 circa. Hallo, ich bin der Mensch. Oh. Ich herrsche über euch. Bleib hier, Baum. Ich bin möchte fliegen, Baum. Hallo, Baum. Hey. Nein, ja, der ist widerspenstig, der will nicht. Das ist halt alles. Aber, wenn man den Baum entlastet, sieht es wenigstens schon mal jeder. Ja, okay. Punkt 1, es funktioniert. Das ist schon mal die Hauptsache. Na gut, ich komme dann mal wieder runter. Und erschlagen vom Baumstamm. Ja. Aber das war wirklich das Coole, wo du das gemacht hast mit deinem Bug. Hast ja mit dem Baumstamm das Schild erschlagen. Genau, ja. Das Schild dann einfach so ein Straßenschild umgefangen. Bam! Hat sich doch nur mit seinem kompletten Gewicht unten im kleinen Stück Baum draufgestellt. Ich glaube, der Mensch ist das Schlimmste daran gewesen. Danke. Na, schau mal, also so. Dann schau ich mal, oder? Das war eben zu schwer, dass der Baumstamm klingt. Alter, wohin geht denn der Baumstamm bitte? Was ist denn jetzt verkehrt? Schau, wo der Baum ist. So, mit Schiff könnt ihr rennen. Ja, das weiß ich. Da, der Baum. Hab ich gerade abgeschnitten, da ist jetzt hier reingesteckt. Hä? Der steckt nach unten reingefallen. Genau, der ist einfach nach unten gefallen. Das ist einfach in den Müll reingefallen. Voll gemein, ey. Objekt zu hart. Na, da kannst du dann auch mal herkommen und. Ah, oh, ich bin fast fertig mit dem Feld. Ja, Felder, Bäume dann fällen. Also, es ist nur immer so buggy, wie es mal war. Viel anders ist nicht. Doch, man kann jetzt die ultimativen Baumstämme, die ja immer noch sagt, dass es zu schwer ist. Die nicht mal lang sind. Na, komm. Ja, aber du kannst wenigstens schon mal aufheben. Du brauchst. Für was haben wir eigentlich unser Fahrzeug gemietet? Ja, das können wir ja dann trotzdem. Ey. Baumstamm, komm her. Keiner es benutzt. Okay, ich bin ja zu faul, den Baumstamm hinterher zu locken. Was ist das eigentlich? Wir brauchen nur einen, der oben ist.
Wenn er aber die Baumstelle runterschmeißt. Wo überall angezeigt wird, dass es zu schwer nimmt. Und die dann erstmal runterkugeln lässt. Ja. Ey, wir haben schon 4000 plus gemacht, also. Ja, auf was wollen wir eigentlich jetzt hinsparen? Keine Ahnung. Betrieb braucht ja so eine gewisse Investition. Auf Fahrzeuge, ne? Ja. Größere Fahrzeuge auf alle Fälle mal. Ich wäre für einen Ferrari. Haben wir keinen. Ach man. Objekt zu schwer, Objekt zu schwer. Kannst wählen. Ich würde glaube, Ed müsste mal mit dem Trecker hochfahren und dann aufladen. Warum? Weil das zu schwer ist. Ja, dann zerschneid es nochmal. Stücken sind aber übelst klein. Ja, ich habe euch gesagt, ihr müsst die kleinen Bäume nehmen, ihr seid ja selbst schuld. Oder wir nehmen einfach mal den Kran und probieren es aus, wieder mit rumzuspielen. Oh Gott, viel Spaß. Das wird schon. Ich habe immer Vertrauen und Hoffnung in mir und meinen Künsten. Ja. Dann wird's eh nix. Nein, nicht auf mich fallen. Blöder Baum. Nein, wir sind beim grünen Logo bei 0%. Was da? Krieg ich ein neues Saat her? Gegenüber von den Kehrhader in der Halle. Rückwärts reinfahren. Das ist jetzt zu nah. Gegenüber von Kehrhader. Den Hochdruckreiniger. Hochdruckreiniger, ja. Den du das Fahrzeug gewaschen hast. Da drüben ist eine Halle, dort drin sind so Container, da kannst du aufladen. In einem Container ist Saatgut, in anderen Dünger. Wie krieg ich Stützen? Angurte. Ja. Mit X, oder? Glaube ich, sind die Stützen. Kontrollgruppe wechseln. Stützen. Weil man kippt so leicht. Die Kontrollgruppen wechseln. Wenn man so, Steuerung. Okay. Und Y um. Diese weißen Boxen meint ihr, oder wie? Genau, da rückwärts ranfahren. Ah, rückwärts habe ich mir gerade schon fast gedacht. Wenn du auf ganz in die Ecke fährst, kriegst du, glaube ich, Saatgut. Und wenn du ein bisschen weiter auf die andere Seite fährst, ist Dünger, glaube ich, so irgendwie. Wie mache ich das? Einsteigen und im Fahrzeug bleiben, oder wie? Genau. Und dann steht die Maschine auffüllen. Die Frage war es danach. Ja, das machst du ja mit rechts dann. Mit dem R-Button. Ja. Aber ich will keinen Dünger. Ja, da musst du ein bisschen weiter nach links fahren, also in die Ecke fahren. Er lädt eh beides auf. Oder? Nee. Nee, eben nicht. Auf einer Seite hast du das und daneben ein bisschen weiter hast du das andere. Das war ja unser Problem. Ja, Mai, das dauert halt hier ein bisschen, aber. Ich glaube, damals im LS15 war es schlimmer. Müssen wir eh mal wieder machen, Pfusch im Wald. Das müssen wir dann wieder angehen. Ein paar Aufgaben. Jetzt gibt es ja noch viel mehr Maschinen und so, dann ist es ja noch interessanter. Aber man sagt, du hast gelernt. Wow. Ich würde die ganze Zeit, egal in welcher Ecke ich stehe. In der Baumstamm ist ja doch nur so kurz. Warte, dann musst du mal. Hopp, hopp, hopp. Du brauchst jetzt Saatgut, hast du gesagt, oder? Yep. Das müsste normal ganz in der Ecke da sein, in der da. Da. Der weiße Container hier müsste sein. Da stand ich auch gerade eben schon vor. Ja, ich stand hier gerade da. Ein Stück zurück. Ein bisschen fummelig. Zurück. So, da stand ich circa. Nee, da will er immer noch. Hier kannst du jetzt selber nachgucken. Einfach eins. Seemaschine auffüllen. Ja, genau. Aber irgendwo da ging es. Da haben wir früher auch rumgefummelt da. So behindert. Komm her, Junge. Komm her. Ja. Nee, jetzt dran. Du musst mich hier um. Du meinst, dass es geht? Warum kann ich einen guten Trecker nicht zersägen?
Andersrum wäre vielleicht besser. Hä, das ging doch früher grad. Können wir die hier nicht ein bisschen auseinanderziehen, damit das leichter klappt? Hm, keine Ahnung, müssen wir mal testen. Versuch mal, ob sie irgendwie. Ich glaube, geht nicht, gell? Wollen wir noch anders Saft mit her? Nee. Mal gucken. Ja. Normal ist, hier ist der, ja. Der andere ist da hinten. Gerade ein bisschen am Ende mit den ganzen Achsen. So, ja. Ich hab Reifenspuren in der Luft, sieht cool aus. Wie Sascha auch, gell? Sieht total crazy aus. Mach nochmal ein bisschen. Ja, du kannst ihn auch hinlegen. Hä, warum geht das jetzt nicht? Wir sind nicht ganz in der Kollisionsbox, auch nicht. Haben wir eine Möglichkeit, die Paletten da irgendwie rumzuschlichten, Digga? Nee, ist ja zu schwer. Na, haben wir gar nicht. Versuchen wir mit dem Auto ein bisschen auf die Seite schieben. Wer ist hier geheizt, die Karre? Ja. Dass du die Kleinen hier ein bisschen wegschiebst, mal da. Das war eine schwere Geburt. Das Auto hat eine super Lenkung. Geht nicht mehr, ne? Kann man ausmachen. Mit der 5. Oh. Guck mal. Wir könnten versuchen, hier außen dazu fahren. Das müsste vielleicht gehen. Das müsste vielleicht gehen. Du hast gerade hier ein Stück runtergeschmissen, Sascha. Ja, mei, aber der Baumstamm ist drin. Und dann tun wir den halt. Warum kann man das jetzt aufheben? So, Startmaschine auffüllen. Ja, nee. Dann fliegt das alles wieder durch die Gegend, weil sich die Kollision. Das Ding nicht verschoben, da kann ich gegenhauen, wie ich will. Guck mal, ich habe einen Spanngurt gesetzt hinten. Das ist aber möglich. Das wird nichts. Hm. Das ging doch, oder müssen wir. Die andere Frage, müssen wir vielleicht die auch auffüllen? Jetzt geht's. Ja, ich hab's, es geht. Sag okay. Beides auffüllen. So muss er stehen, dann kann's auffüllen. Ja, ergibt Sinn. Natürlich, das ist alles Absicht. Klingt logisch. Also ich fülle auch immer durch Wände auf. Also ist jetzt voll oder ja? Ja. Hast du gut gemacht, Schwef. Gut. Nee, keine Ahnung. Wenn ich sonst nichts kann, dann wenigstens das. Also ganz wenigstens funktioniert das nicht. Genau. Wir bräuchten halt einen Wagen. Da bräuchtest du halt jetzt wirklich so einen Ballenwagen. Was willst du, was meinst? Dass du halt die Baumstämme jetzt von hier drauf legen kannst. Die kleinen, oder was? Ja. Baum. Lass du, fahr runter, Sascha. Ja, ihr müsstet dazu aber hinten mal jemand die stützen. Wie geht denn die Stützen hoch? Steuerung, Dings, also unten dieses Umschalten. Also Steuerung, Y. Und dann mit der Maus halt. Yep. Fahr mal runter. Steuerung, Y. Ich dass sie da die Spanngurte zugefügt haben. Ja. Müssen wir mal den Scheiß wieder abladen hier, gell? Oh. Irgendwas hat er gerade verkauft. Kannst du erst mal die Spanngurte lösen. Wie geht denn das? Entweder hinten, Richard. Das auch gern. Ja, so. Also ja. In deinem. So, sind gelöst. Und jetzt können wir ja eh. Was eh? Nee, eh. Den großen können wir zum Beispiel anfassen. Ja, oder man nimmt natürlich das. Ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen hier. So. So, alles abgeladen. Keine Stützen ausgefahren, du bist es. Ich kann das jetzt, komm. Mach nichts mit der Maus, ey.